ist wohl auch etwas, das zeigt, dass es mit dem viel zitierten Datenschutz oft nicht weit her ist. Ein massives Datenleck sorgt heute für Aufregung in Tirol. Dem ORF Tirol und der Tageszeitung Der Standard sind die Daten von mehr als 24.000 positiven Corona-Tests zugespielt worden, samt dazugehöriger Namen. In Umlauf gebracht haben soll sie ein Mann, der kein Unbekannter ist. Ralf Herwig, ehemaliger Geschäftsführer der viel kritisierten Firma HG Labtruck. Er hat die Daten offenbar per E-Mail verschickt. Selbst spricht er von einem Hackerangriff. Unscheinbar, aber mit viel Sprengkraft. Auf diesem USB-Stick befindet sich eine Excel-Tabelle mit mehr als 24.000 positiven Corona-Testergebnissen. Das sind so gut wie alle Tirolerinnen und Tiroler, die zwischen Jänner und Juni diesen Jahres positiv getestet wurden. Mit Name, Adresse, Geburtsdatum und CT-Wert. Hochsensible Daten, die eigentlich besonders gut geschützt werden sollten. Wenn man mit derart vielen sensiblen Gesundheitsdaten hantiert, und hier geht es ja auch vor allem um viele Positivtestungen, sprich das sind Menschen, die vielleicht für den Rest ihres Lebens Long-Covid haben werden oder deren Umstand, dass sie Corona-positiv getestet wurden, einfach ein sensibles Gesundheitsdatum ist, von dem sie nicht wissen wollen, dass es irgendjemand anderer weiß. Und deswegen gibt es hier erhöhte Schutzanforderungen. In Umlauf gebracht hat die Daten offenbar Ralf Herwig, der ehemalige Geschäftsführer der viel kritisierten HG Labtruck. Er dürfte die Daten Anfang August per Mail an eine firmenexterne Person geschickt haben. Für Datenschutzexperten eine erschreckende Sorglosigkeit. Herwig selbst sagt dazu, er habe die Daten für ein Backup verschickt. Danach habe es einen Hackerangriff auf seine Mails gegeben. Warum Herwig überhaupt noch Zugriff auf die Daten hat, obwohl er seit Juni nicht mehr Geschäftsführer ist, beantwortete er nicht. Von dem Datenleck sind tausende Tirolerinnen und Tiroler betroffen. Bis heute wussten sie davon aber nichts. Auf der langen Liste der Corona-Positiven finden sich auch einige Politiker. Sie sehen das Datenleck sehr unterschiedlich. Patientendaten sind die sensibelsten Daten und da muss ich mich hundertprozentig darauf verlassen können, dass da überhaupt nichts nach außen dringt. Es geht niemandem was an, war ich krank, war ich nicht krank, wie lang war ich krank, wie schwer war ich krank. Und da haben sich alle Tirolerinnen und Tiroler auch darauf verlassen, dass das geheim bleibt. Und deswegen ist es wirklich ein handfester Skandal. Ja, ich glaube, der Sinn und Zweck von Datenschutz ist, dass Daten geschützt werden. Wenn was schiefgegangen ist, sicher nicht in Ordnung. Aber ich persönlich als Politiker, als Franz Hörler, kein Problem. Bei mir ist alles bekannt. Beim Land Tirol hat man erst durch die Medienanfrage von dem Datenleck und dem angeblichen Hackerangriff erfahren. Man bleibt dabei. Die Sicherheitsstandards bei den Gesundheitsdaten in Tirol seien sehr hoch. Wir haben die Labore verpflichtet, diese Datenschutzgrundverordnung einzuhalten, die Sensibilität der Daten zu schützen. Und wir können jetzt nicht ausschließen, dass es illegale Zugriffe gegeben hat oder was immer. Uns ist nichts bekannt dazu. Wir können ausschließen, dass es von Servern vom Land Tirol weitergeleitete Daten gibt und schon gar nicht auf Excel-Datensätze. Und noch einmal, wenn es einen Zugriff gegeben hat, ist es auf Schärfste zu verurteilen. Rechtliche Schritte behält sich das Land vor. Ganz aus der Verantwortung zu nehmen sei aber auch das Land nicht. Natürlich bin ich, wenn ich Steuergeld ausgebe und der Bevölkerung sagt, geht's dort irgendwie zu diesem Truck und lasst euch testen, auch dafür verantwortlich, dass dort dann sauber gearbeitet wird. Ich höre doch auf, mich zu testen, wenn ich damit rechnen muss, dass meine positiven Testergebnisse danach in falsche Hände kommen. Also hier geht es auch wirklich um das Vertrauen in der Bevölkerung und das ist das höchste Gut, weil wenn das mal verspielt ist, ist es wirklich nur noch sehr schwer zurückzugewinnen. Der ORF Tirol und der Standard haben das Datenleck auch an die Datenschutzbehörde gemeldet. Sie hat eine Prüfung des Falles angekündigt. Betroffene, also so gut wie alle Tirolerinnen und Tiroler, die zwischen Jänner und Juni positiv getestet wurden, können kostenlos Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einbringen.